Geht gleich los, ihr Lieben. Ich teile es gerade noch fertig in den Gruppen und dann geht's los. Ein Sekündchen noch. Dauert immer ein klein wenig, bis die Gruppen eingestellt sind. Aber damit wir alle erreichen können, muss ich es immer in die Gruppen mit reinstellen und hoffe, wir bekommen es hin. Ich hoffe, ihr könnt mich auch schon hören. Vielleicht könnt ihr schon was schreiben, ob ihr was hören könnt. Das ist immer wichtig, weil wir da ja öfter mal Probleme haben, wenn ihr reinschreiben könntet, ob ihr mich hört. Hallo, guten Abend, könnt ihr mich hören? Ich frage jetzt lieber gleich, bevor es wieder nicht funktioniert. Könnt ihr mich gut verstehen? Juhu, super. So, dann ein Augenblick. Ich stelle das gerade mal noch richtig ein. Prima, dass ihr mich hören könnt. Das ist super. Hi Marc, hallo Dagmar, ich grüße euch. Super. So, jetzt muss ich die Sabina reinholen. Wir haben ja heute das Live mit der Sabina. Ganz kleinen Augenblick. So, bestätigen, Anfrage senden. So, oh mein Gott, ich war so gefühlt so lange nicht mehr live. Also es ist ja Wahnsinn. Hallo, guten Abend. Hallo Svenja, guten Abend. Na, wie geht's dir? Du, mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe mich riesig gefreut, bei dir wieder eingeladen zu sein und ja, freue mich auf den Talk und hoffe, dass es viele, viele erreicht und dass es den Menschen Mut macht mit gerade diesem speziellen Thema, was du ja rausgesucht hast. Ja, ich habe es tatsächlich nur auf Empfehlung genommen. Das war so der Wunsch von einigen nach dem Thema Gericht. Und Gericht habe ich gefühlt im Moment schon ganz, ganz viel gemacht. Und von daher, glaube ich, war das das zweitwichtigste Thema für die Menschen bei der Umfrage. Und deswegen habe ich das einfach gewählt. Super. Ja, erstmal, also ich war jetzt ganz, ganz lange nicht mehr live gewesen. Das tut mir fürchterlich leid, aber ich habe wirklich so viel Vereinsarbeit, du kennst es ja auch bestimmt. Es steckt oh ja. So viel dahinter. Also ich hätte niemals gedacht, dass es so viel Zeit auch raubt. Und deswegen kam ich nicht dazu, eins vorzubereiten. Und umso mehr freue ich mich jetzt ganz, ganz doll hier mit dir das zusammen zu machen, Sabina. Vielen, vielen herzlichen Dank und natürlich auch hallo ihr Lieben da draußen. Und ja, Svenja, ich kann dir nur beipflichten, wir haben ja Stiftungen, wo wir uns weltweit einsetzen für die Trans-Community, also für Trans-Menschen. Und jetzt auch gerade noch den Verein in Deutschland gegründet, weil die Stiftung in der Schweiz ist. Und ja, ich kann dir total nachfühlen und ja, das ist immer so ein Akt. Und man will ja auch alles reingeben und so weiter. Und trotzdem ist einfach 24 Stunden hat der Tag, trotz tollen Freiwilligen und Helfern, die du ja auch hast. Ja, genau, so ist es. Ja, Sabina, wir haben ja heute das Thema genommen, warum braucht ein Narzisst so viele Frauen? Jetzt muss ich erstmal dich fragen oder möchte dich gern fragen, hast du das auch so erlebt oder bist du oder hast du andere Erfahrungen gemacht? Oder ich will einfach gern mal dich nach deinen Erfahrungen fragen. Ja, also bei mir damals in der Beziehung war es so, er ist mir nicht fremd gegangen, aber er hat es auf eine ganz perfide Art und Weise gemacht, indem er mich immer gedemütigt hat. Also im Sinne von seiner Ex zum Beispiel, was die jetzt für einen Körper hatte. Oder du weißt ja, ich stehe auf durchtrainierte Frauen, war zum Beispiel immer so ein Satz, also wo ich mich, und ich war jetzt nicht irgendwie nicht trainiert, aber vielleicht nicht genauso, wie er es gern gehabt hätte. Also egal mit welchem Satz, es war immer eine Erniedrigung, ich bin nicht gut genug, so wie ich aussehe, so wie mein Körper ist, weil seine Ex war besser. Dann gab es eine, wo er dann mir immer gesagt hat, ja, die hätte mich ja gern gehabt, aber ich habe mich ja für dich entschieden. Mhm. Also so das ganz schön unter der Gürtellinie mir zu sagen, ja, sei doch dankbar, ich habe mich ja schließlich für dich entschieden. Ja, er kommt auch, wenn wir irgendwo waren, hatte ich immer dieses durchgehende Gefühl, ich bin nicht gut genug, er guckt jeder nach. Sei das bewusst, unbewusst, aber das war noch viel demütigender, als wäre mir lieber gewesen, wäre mit einer anderen in die Kiste gesprungen, wie so dieses dauerhaft permanente, immer wieder schön das Messer rein. Ja, das habe ich auch gehabt, 1:1. Ich habe wirklich gedacht, ich drehe daran durch. Ja? Ich habe gedacht, was stimmt mit mir nicht, dass ich, also ich habe echt gedacht, ich sehe Gespenster, aber
heute weiß ich, dass es tatsächlich so war. Also ich habe Situationen erlebt, die könnte ich mir jetzt in meinem ganz normalen Alltag auch gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas gibt, weil es so erniedrigend war. Also die Frauen sind zum Teil regelrecht, wir waren im Indoor-Spielplatz, sind die seitlich an dem lang gekrabbelt, um gesehen zu werden. Also ich war nie dabei. Also die Frauen haben mich vollkommen ausgeblendet und er ist da auch voll drauf eingegangen. Also es war so demütigend, so verletzend für mich. Und ich habe immer gedacht, ob ich mir das alles nur einbilde. Ja, das war für mich nie so greifbar irgendwie. So, bin ich jetzt total hypersensibel oder ist das korrekt, was da passiert? Ja. Ich muss sagen, ich habe ganz lange gebraucht, um zu realisieren, dass ich nicht überreagiert habe. Wie hast du das empfunden? Wie hast du denn da reagiert, als dir das passiert ist? Ja, ich bin natürlich trotz alledem, dass immer mehr von meiner Persönlichkeit und von meiner Freude und von meinem Leuchten und von all dieser Strahlkraft, die du in dir trägst und die jede hier in sich trägt, aber das war irgendwann, je weniger das wurde, umso weniger war ich auch irgendwo für mich eingestanden. Nur ganz am Anfang war ich noch diese starke Persönlichkeit und dann habe ich natürlich auch mal was dagegen gesagt, dann geh doch dorthin, dann hau doch endlich ab oder was auch immer, dann nimm doch die andere, lass mich endlich in Frieden und so weiter. Nur musste ich ja dann auch mit den Konsequenzen dealen. Also das heißt, natürlich habe ich mich anfangs noch gewehrt. Ich habe auch mal zurückgeschlagen, also das gebe ich zu, ich bin nicht stolz darauf, aber es war für mich so einfach, ja, wie, ich sag jetzt mal, wie wenn du jemand an die Wand drückst und der oder die hat dann einfach die einzigste Möglichkeit, nur noch um sich zu schlagen. Und ja, das war so am Anfang so, ja, wo ich aber auch gemerkt habe, das bin ja gar nicht mehr ich. Ich bin nicht ein gewalttätiger Mensch, im Gegenteil, das ist auch nicht das, wie ich leben möchte, das ist nicht das, was aus mir rauskommt, weil ich immer überzeugt bin, natürlich hat jeder den Teufel in Anführungszeichen in sich, das kannst du alles rauskitzeln, jeder Mensch ist irgendwo, wenn du ein bisschen Teufel komm raus provozierst, aber auf der anderen Seite ist es auch die Frage, wie willst du eine Partnerschaft leben? Willst du den Teufel oder willst du den Engel in dem Sinne und sich auch noch nicht mal dann selber noch die Schuld zu geben und zu sagen, ich bin schuld, das ist dann noch das Schlimmste, ja. Und klar, am Anfang, wie gesagt, ich habe mich gewehrt. Irgendwann, er hat ja Kampfsport gemacht, also ich hätte so oder so keine Chance gehabt körperlich. Ich habe es dann mit Worten gemacht, ich habe es psychisch gemacht, aber das ging nicht lange, weil das nicht ich war. Ich war nicht, das ist nicht meine Seele. Und dann war ich irgendwo komplett draußen und habe mich irgendwie angeguckt und gedacht, hey, das ist gar nicht die Sabina, die du bist. Der hat was rausgekitzelt aus dir, was du gar nicht sein möchtest und wie ich auch keine Beziehung leben möchte. Und irgendwann habe ich resigniert. Und dann, wie gesagt, ging immer mehr von meiner Persönlichkeit, ging kaputt. Immer mehr war diese Strahlkraft weg. Und immer mehr habe ich dann gedacht, ja, bist ja selber schuld. Und das war dann noch das Schlimmere, ja, wo ich dann irgendwann gar nicht mehr reagiert habe. Ich habe einfach nur noch resigniert. Und dann war das so wie ein Automatismus. Ich habe also meinen Kram gepackt. Ich bin geflüchtet, so gut ich konnte, sofern er mich gelassen hat. Bin mit dem, habe im Auto gepennt, habe irgendwo in einem Hotel gepennt, habe bei Freunden gepennt. Also ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Male ich irgendwo auswärts gepennt habe. Ja. Ja, das war bei mir auch. Also ich bin auch öfter weggerannt. Ja. Und habe mich auch zum Teil wochenlang versteckt, als meine Kinder beim Papa waren. Habe ich mich dann wochenlang versteckt, dass er mich nicht finden konnte. Aber dieses Thema andere Frauen war eigentlich immer in mir drin, diese Verletzung, ja, dieses auch so diesen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber auch die Frauen haben das regelrecht gefühlt, dass man sich so gefühlt hat und haben das dann auch so für sich ausgenutzt, ja. Ich bin dann auch irgendwann mal hin und habe gesagt, du kannst ihn gerne haben, ich will ihn nicht mehr, nimm ihn, ich brauche ihn nicht, ja. Also das war so, aber das war so eine Schutzfunktion, wo ich eigentlich, in dem Moment habe ich eigentlich mein ganzes Gesicht verloren, wo ich gedacht habe, mein Gott, Svenja, was machst du hier eigentlich? Wie erniedrigst du dich und was tust du da eigentlich von dir geben? Also ich habe dann mich selber nicht mehr verstanden und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, mein Gott, was hat der alles mit dir gemacht, dass du dich so fühlst und vor allen Dingen, dass dich die anderen auch, ich sage immer, das ist wie so ein Ghosting, ja, die nehmen dich ja gar nicht mehr wahr, also die Außen stehenden Personen haben mich zum Teil gar nicht mehr wahrgenommen und das war so verletzend, da hast du noch mehr gespürt, dass du eigentlich regelrecht in dir zusammenfällst, ja, weil nach außen auch gar keine Standhaftigkeit mehr da gewesen. Ja, absolut.
Absolut, und vor alledem auch, also das war dann auch irgendwo so bei mir, dass du dich laufend, egal was war oder nicht war, warst laufend nicht genug. Du warst laufend gedemütigt. Du hast laufend geguckt, okay, wo könnte ich jetzt noch mehr trainieren? Wo könnte ich jetzt das, wo gehen wir jetzt hin? Da gehe ich halt mit, um ihm das zuliebe zu tun und so weiter. Also das hatte nichts mehr mit einer harmonischen Partnerschaft, mit Geben und Nehmen zu tun, irgendwo einen Seelengefährten zu haben, sondern das war nur noch wirklich dieses Gefallen wollen, weil ich gar nicht mehr am Anfang gecheckt habe, wie erniedrigend das ist. Und selbst wenn wir ein Video geguckt haben, Musikvideo, und dann kam da, ah, das ist aber eine geile, oder genau solche Dinge, wo ich dachte, am besten wir gucken gar nichts mehr. Dann war er ständig am Handy, wo ich wieder gedacht habe, mit wem schreibt er denn wieder? Also das war so überhaupt nicht dieses angekommene Gefühl, dieses 100 pro Vertrauen, und ich kann mich zurücklehnen. Klar, also es gibt nicht die absolute Safety und Sicherheit, das ist klar, Nee. in keiner Beziehung, aber so dieses, hey, ich gebe dir auch das Gefühl, dass du willkommen bist, dass du recht bist, so wie du bist, ja. Und das war selbst bei einem Musikvideo, war das nicht machbar. Und was noch schlimmer war, so im Außen, alle fanden ihn toll, so wie du das auch gerade beschrieben hast. Alle, ah, mit dem kann man so super reden und es ist toll. Und ich dachte ja, ein Scheiß, mir hört er ja noch nicht mal zu, ja. Wenn ich was erzählt habe in der Gesellschaft, das weiß ich, ob du das auch kennst, dann hat er mir gar nicht zugehört. Also der hat dann einfach sein Ding gemacht. Und wenn die Leute mir mal ein Kompliment gemacht haben, wo ich mal vielleicht gesagt habe, siehst du, das ist doch gut, oder kam nichts. Ja, du willst dich immer in den Mittelpunkt stellen, du willst dich profilieren und so weiter, ja. Das war bei mir auch immer so. Und es war auch wirklich nie so, dass, also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich bin das kleine Mädchen und er ist der, zu dem ich so Ja. hochgucken musste, ja. Ja. Das Gefühl habe ich auch noch nach der Trennung ganz, ganz lange gehabt und auch dieses Gefühl, wenn ich, also ich habe ihn ja mal gesehen an der Tankstelle, da kam auch sofort wieder dieses Gefühl in mich, wo ich gedacht habe, sag mal, spinnst du jetzt? Du bist doch jemand, ja. Also du, aber es kommt immer so dieses Gefühl, dass ich mich dann so ducke wieder. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist, glaube ich, auch so ein Automatismus. Hast du eine Erklärung, warum die das machen, Sabina? Ja, also eine Patenterklärung habe ich nicht. Das ist einfach so ein, was ich mir damals dann überlegt habe oder wo ich damals auch rückblickend reflektiert habe, dass es einfach zum einen, sage ich mal, eine permanente Demütigung ist, weil es ist natürlich schön, den anderen klein zu halten. Und wenn man das dann schon so schön noch einfließen lassen kann, dass die besser ist, oder natürlich auch umgedreht jetzt, ich sag mal, es geht ja auch bei den Männern ist natürlich genauso, dass man dann einfach das nur so, ja, ich sag mal so wie an der ganz, ganz kleinen, lang, an der ganz, ganz kleinen, kurzen Leine hält und mal so schön den Kopf auf den Boden, dass bloß nicht du denkst, oh, du bist jetzt irgendwo wer. Also ich denke, das ist einfach so vielleicht auch ein Statussymbol für ihn oder für sie dann halt, wer auch immer jetzt diese narzisstischen Züge hat und diese Demütigung ausübt, dass das dann einfach so schön ist. Ja, man kann den anderen immer mal schön wieder ein Bein, immer wieder schön so. Und wenn man sich wieder ein bisschen aufrichtet, nee, 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 das wollen wir nicht. Bleib mal schön da unten, ja. Und ich denke, dass mit Gewalt natürlich, mit physischer Gewalt natürlich genauso, psychischer Gewalt. Und auf der anderen Seite denke ich auch, es reicht nicht für die, die jetzt auch fremd gehen. Es reicht nicht an Demütigung, wenn ich jetzt vielleicht einen Rock nachgucke oder ein Musikvideo sage, das ist jetzt eine tolle oder was auch immer, oder dir das Gefühl zu geben, du bist nicht gut genug. Ich denke, es ist wie, irgendwann muss noch mehr sein. Also irgendwann muss Gestaffelt. man das toppen und steigern können. Also dann geht man fremd und am besten lässt man sich noch erwischen. Weil das ist ja genau das, was man will, indem man dann sagt, so, und jetzt halt die Klappe, weil du bringst es ja eh nicht im Bett oder was auch immer dann Richtig, gekommen ist, richtig. ja. Ganz genau so war. Also ich habe es auch so erlebt. Ich hatte mal an einem Silvesterabend, das war 2014, da habe ich auch so einen Augenkontakt festgestellt. Und ich hatte das 45 Minuten ungefähr beobachtet und mir war das dann zu viel. Ich habe dann meine Sachen genommen und habe gesagt, ich gehe jetzt. Und in diesem Moment, wo ich mich umdrehe, hat er ihr so über den Rücken gestreichelt und dann so über den Po drüber gefasst, ja. Und ich habe gedacht, also ich kann dir nicht sagen, dieser Schmerz, der in mich gefahren ist, weil ich das auch gesehen habe, also ich kann das mit keinem Schmerz vergleichen. Das war so verletzend. Und dann wollte
wollte er mir erzählen, dass ich Gespenster sehe, dass das alles nicht wahr ist, dass ich mir das einbilde. Meine Tante war dabei, die hatte das aber nicht gesehen, weil die mit dem Rücken dazu stand. Die hat gedacht, was ist denn jetzt los? Ich bin ausgerastet in dieser Location. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben, was in diesem Moment da alles in mir vorgegangen ist. Und trotzdem hat er es aber geschafft, mich dazu zu bringen, dass ich jahrelang darüber nachgedacht habe, habe ich das wirklich gesehen? Aber natürlich, ich habe es gesehen und es ist so schlimm. Und wie du sagst, es ist wirklich so, dass sie das wollen, dass sie irgendwann gesehen werden, dass diese Demütigung, dass die immer weiter und weiter und weiter steigt. Ja? Ja. Und sie schaffen das auch, dass das weiter steigt und dass diese Verletzung, die du fühlst, das fühlen die ja auch, dass du so schwer verletzt bist. Ja? Das gibt denen einfach diese narzisstische Zufuhr. Ja? Richtig, es ist so wie dieser Kick, also so dieser, ich sag mal, wie eine Droge, wo man sagt, so, und jetzt brauche ich noch mehr und noch mehr und noch mehr und jetzt bin ich high und dann brauche ich noch mehr. Also ich habe nie Drogen genommen. Nichtsdestotrotz, das ist ja genauso dieser Punkt und die Hemmungen zu verlieren und dann noch einen obendrauf und zu sehen, wie schön es ist, wenn du gequält bist. Also wenn der andere Mensch gequält ist und am besten dann noch mehr so macht und hochguckt und oder am besten dann noch so. Und ich habe das auch so eine ähnliche Situation erlebt. Er war ja sehr ausgeprägt, auch sexuell mit seinen Fetischen und so weiter. Er wollte auch, dass ich das mitmache. Nur war das nur einseitig, also auf eine Seite geöffnet. Und dann sage ich immer, also auch ein Fetisch ist keine Einbahnstraße. Das war dann aber natürlich so. Ich habe das hingenommen. Für mich war es damals eine komplett, gar nicht komplett neue Welt, aber halt seine Welt war dann doch nochmal ein bisschen anders. Und dann hatte ich einmal die Hand gebrochen. Also das heißt, ich war dann also mit dem Gips an einer Veranstaltung, weil er dorthin wollte und ich hatte Schmerzen. Und er hat sich dann oben vergnügt und hat da seinen Fetisch ausgelebt. Und du, ich glaube, gefühlte 3 Stunden war der da zugange. Und ich habe unten gewartet, ich hatte Schmerzen, ich wollte nach Hause. Und dann kam eine Dame, die hat die Bar gemacht, die hat mich beobachtet. Ich wollte aber, damals war ich noch komplett verschlossen. Ich wollte auch nicht, dass irgendjemand irgendwas weiß und überhaupt. Und war da gerade frisch in der Öffentlichkeit. Und war dann so wirklich, also man muss mir das körpersprachemäßig angesehen haben. Und die war sehr sensibel. Und die kam dann nur und hat mich angeguckt. Sie hat kein Wort gesagt, weil ich hätte nie was gesagt. Und hat mir dann nur so ein Sekt gebracht und hat dann gesagt, komm, wir trinken ein Sektchen. Aber das war so, es war ganz liebevoll. Also es war nicht so überspielt, sondern es war einfach jemand da. Und wir sind bis heute befreundet und es hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt, eine ganz tolle Person. Und wenn ich daran zurückdenke, dann sage ich immer, hey, weißt du noch, wie du mich gefühlt hast da? Und sie hat gesagt, ja, ich habe das total gefühlt, nur ich wollte natürlich, wir haben uns nicht gekannt, jetzt nicht irgendwie dich zu was zwingen. Ich habe gemerkt, du bist total verschlossen. Und er war da zugange, ja. Das war schon richtig krass, ja. Ja, also gerade auch so auf die Sexualität bezogen. Also ich glaube, dass wir da, dass da ganz, ganz viele Narzissten einfach so viel Wert auf, also nicht nur Wert auf die Sexualität legen, sondern die auch so unwahrscheinlich ausleben. Mhm. Also ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Also ja, ich weiß ja aktuell, das weiß ja jeder von 9 anderen Frauen. Viele Frauen wissen gar nicht, dass ich weiß, dass es sie gab oder dass die eben, und auch sexuell auf der Schiene, was er mir da alles erzählt hat, wo ich auch immer das Gefühl hatte, ich kann nicht mithalten und habe aber auch bis zum Schluss, und da bin ich auch stolz drauf, wirklich daran festgehalten, was ich sexuell möchte und was ich halt nicht möchte. Mhm. Bin aber auch, also das war auch ein Punkt, warum dann letzten Endes diese Trennung am 3. April gewesen ist. Er ist dann auch diese Grenze übergangen, ja, und wo ich dann gesagt habe, nee, also das war wirklich für mich schon eine Art Vergewaltigung. Und aber das ist auch etwas, wo ich sage, das spielt eine ganz, ganz große Rolle bei denen, weil die auch sexuell diesen Kick irgendwann gar nicht mehr nur bei einer Frau haben können. Ja. Also die brauchen förmlich dieses andere Frauen. Das, was wir uns gar nicht, also ich konnte mir das einfach auch damals nicht vorstellen. Das war so, ja, wie kann der das machen? Ich kann es nicht. Ja, für mich ist das ein ganz ekliges Gefühl, mir das allein nur vorzustellen, da ein Betthook voll zu spielen. Ja. Die können das einfach, ohne darüber nachzudenken.
Ja. Ich habe jetzt gelesen, dass es aber nicht bedeutet, dass das Gegenüber die interessiert, sondern dass die wirklich nur so wie für den Kick da sind, ne? Richtig, ja, genau. Ich denke, es ist also nichts gegen offene Beziehungen. Also da bin ich, wer mich kennt, der weiß, ich befürworte das. Aber das ist im gegenseitigen Einverständnis, das ist liebevoll. Da gehört viel mehr dazu, als irgendwie, ich sage es jetzt einfach mal deutsch und deutlich, irgendwo das Rumgevögel, was jetzt die Leute sich darunter vorstellen. Das ist eben genau nichts, sondern Nee. wirklich auch, dass man hat Regeln, man macht das gegenseitig im Einverständnis, man respektiert den Partner, der Partner ist an erster Stelle und wenn mal was nicht mehr geht, dann ist halt ein Cut und das bedingt ganz, ganz viel Kommunikation und Gespräche. Also das kann nur eine Seelenverbindung sein, die das zulässt und das hat nichts mehr mit irgendwelchen narzisstischen Zügen zu tun. Und ich sage mal, das andere ist halt wirklich zu demütigen, eben wie du sagst, nicht, weil mich das Gegenüber interessiert, sondern weil ich meinen Menschen, sage ich jetzt mal, an der Seite nur noch damit demütigen kann. Also darum geht es ja schlussendlich, Richtig. den bis zuletzt zu demütigen. Genau, richtig. Und es ist ja auch so, dass die ja auch parallel Sexualkontakte haben, wo die in der Woche zwei, dreimal wechseln, ja, ohne darüber nachzudenken, ja, was das auch beinhaltet. Und Absolut. das wird auch zum Teil wirklich zum Zwang für sie, ne? Also die haben auch so einen innerlichen Zwang. Und haben auch dieses Gefühl, dass wenn sie das nicht leben können, dass sie dann als Versager dastehen. Ja, absolut. Ja, Ne? ja. Also so habe ich das zumindest ja, nachgelesen. Und ich finde auch, dass, also ich habe ihm ja immer wieder signalisiert, wie sehr mich das verletzt, also er hat es richtig gespürt. Und dadurch, dass sie keine Empathie haben und wie du sagst, dieses Quälende noch rauskitzeln wollen, ist er natürlich immer und immer weiter darauf eingestiegen. Also in dem Moment, wo du praktisch zeigst, dass es dich verletzt, wird er es immer Genau. schlimmer machen. Ja, richtig. Dann noch eins obendrauf und auch immer so dieses Einfordern. So dieses, ich will jetzt Sex, ich will es dann genau so, Ja, ich will es, ja. mach das, mach dies, wo ich dachte, hey, ich habe doch auch einen Tag gehabt und habe dies gemacht, das gemacht und stehe doch nicht jeden Abend im Negligé parat. Also ich bin doch nicht eine Maschine, dann hol dir was weiß ich, aber lass mich in Frieden. Und dieses überhaupt nicht auf einen anderen einzugehen, gar nicht das zu fühlen, Nee. sondern nur dann wieder eine Gelegenheit zu haben, wieder dem anderen eins obendrauf zu geben. Und ja, das kannst du eigentlich fast nicht in Worte fassen. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, warum sind die dann so sexuell anziehend für uns? Weißt du, weil ich fand ihn damals ja sexuell sehr anziehend. Und auch, es war auch immer so, klar, als ich mich dann vom Kopf her gelöst habe, ist das besser geworden. Aber ich habe immer zu ihm gesagt, ich glaube, ich würde immer irgendeinen sexuellen Kontakt zu dir haben. Heute sehe ich das nicht mehr so, ja, weil Ja, das klar. heute auch total unattraktiv ist. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hatte der immer dieses sexuelle, ich kann es nicht beschreiben, ich hatte das vorher nicht und habe das auch so in der Art nicht mehr. Aber ich kann es nicht beschreiben, was das war. Ob das auch mit der Abhängigkeit zu tun hat? Denkst du, das hatte was mit der Abhängigkeit zu tun oder? Ja, also bei mir war es nicht so, weil er komplett konträr war zu dem Männerbild, sage ich jetzt mal. Ich finde das jetzt auch so ein doofes Wort, aber so halt zu Nee, ich dem, verstehe, was du wie meinst. ich jetzt irgendwie den Mann oder die Frau, war das immer egal, wer es ist, sondern Hauptsache da, wo mein Herz und meine Seele Platz findet und ankommt, ob Frau oder Mann, ist mir bis heute egal. Aber so mein Bild von dem Mann, sage ich jetzt mal, nicht entsprochen hat. Er war komplett alles andere als das. Für mich war das auch so, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich dachte, ja, es wird ein One-Night-Stand und das war's dann. Er war halt wirklich so das Wilde und so weiter, also so diese eine Seite in mir, die da, sage ich jetzt mal, befriedigt war. Aber ich denke ja, bei dir jetzt, also ich kann mir das vorstellen, vielleicht, dass das wirklich, die wissen genau, was sie sagen müssen, wie sie wirken und wie sie das dann gegen einen verwenden können, dass sie dann diese Hörigkeit, ja, diese Ja. Abhängigkeit hinkriegen. Also so Stück für Stück eigentlich dich immer mehr in den Bann ziehen, so eine Art Sekte, sage ich jetzt mal, wie Ja, eine ja, ja. Sekte, die genau wissen, okay, es sind vielleicht Menschen, die einsam sind oder es sind Menschen, die gerade das brauchen und dann immer mehr und immer mehr, bis du gar nicht mehr raus kannst und dann ist es zu spät. Und so stelle ich mir das da auch gerade vor. Ja, das ist auch so. Aber wie gesagt, trotzdem war dieser sexuelle Anziehungspunkt so extrem gewesen. Also ich kann Okay. es auch heute überhaupt nicht mehr in Worte fassen, aber es war wirklich eine Zeit lang so ganz extrem. Okay. Es gibt aber auch viele, die dann die Masche spielen, dass sie dann sich ihre Sexualität woanders holen und dann dich praktisch so
zittern, also so hängen lassen. Ich habe das jetzt von ganz vielen auch schon in der Gruppe mitbekommen. Kennst du das auch? Weil das kenne ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, dass sie dann den Sexentzug preisgeben. Nein, also das war bei mir nicht so. Es war eher im Gegenteil, also in dem Sinne, in dem man es immer mehr eingefordert hat, eher dann mit Nichtbeachten. Also wenn wir dann halt auf diesen Fetisch-Events waren, wo er sich das dann geholt hat, was ich ihm nicht geben konnte, da war das dann eher so, dass er mich das hat spüren lassen und ich auch noch dazu gucken musste. Ich musste auch immer dabei sein und so weiter. Habe Dinge gesehen, die, ja, die will, glaube ich, auch niemand sehen. Das ist so, das war mehr diese Schiene, aber nicht das, also ich wäre dankbar gewesen, hätte er mich dann auf Entzug gestellt, weil da wäre ich froh gewesen, ich bin raus, also zumindestens was das anbelangt, ja. Aber nein, das war jetzt leider nicht so, nein. Okay, ich habe es wie gesagt auch nicht so erlebt, aber ich habe es tatsächlich schon so gehört. Aber es ist schon so, dass sie immer wieder das machen eigentlich, was sie wollen. Also sie versuchen immer das durchzusetzen, was sie auch leben wollen, sage ich mal. Was ich auch ganz wichtig finde, heute hier anzusprechen, Sabina, ist einfach ja, dass durch diese wechselnden Partnerschaften eben, dass sie oftmals keine Kondome benutzen und dass Ja. da ganz, ganz schlimm ansteckende Krankheiten tatsächlich passieren können. Auch ich musste das leider erleben. Jetzt nicht die schlimmsten vom Schlimmsten, aber es hat gereicht. Und also ich finde es ganz wichtig zu erwähnen, da wirklich, wirklich auf sich aufzupassen. Weiß nicht, willst du dazu noch mal was sagen zum Thema Ja. Krankheiten übertragen? Ja, ich kann auch was sagen aus einer anderen Beziehung, also nicht die, die ich jetzt angesprochen habe, das war noch ein bisschen weiter zurück, eigentlich in meiner ja, noch schlimmeren Zeit oder wie man es nennen will, wo ich dann wirklich jemanden kennengelernt habe. Und das, also das ganz Krasse war, der hat mich mitgenommen auf den Straßenstrich in Paris und hat dort auf dem Straßenstrich getrieben, also ich sage es jetzt so, wie es ist, ohne Kondom und hat danach mit mir. Und da war ich echt, also hat mich dazu genötigt und da. Ja, da habe ich dann, da bin ich natürlich zum Arzt, aber musste auch diese Zeiten einhalten und so weiter und dachte dann, ja, das, also das war es jetzt nicht im Sinne von, das war es jetzt, ich sage jetzt mal HIV-positiv, ist jetzt nicht das Todesurteil, Ja, aber es gibt ja auch noch andere Sachen und genau. trotz alledem, das muss auch nicht sein. Also halt einfach auch da wieder die psychische Gewalt, das anzugucken und dann mich zu nötigen dazu. Also das war recht krass, habe ich glaube ich so jetzt in der Öffentlichkeit auch noch nie gesagt, aber das finde ich wichtiger Punkt, den du ansprichst und für die Menschen da. Ist es einfach wichtig, dass wir nicht die Klappe halten, dass wir rausgehen. Und deswegen mache ich das ja auch und nutze jetzt auch meine Öffentlichkeit dazu, Mut zu machen und halt über diese Dinge zu sprechen, wo ich mich teilweise heute noch ekle und denke, Ja, boah, ich wie auch. konnte das passieren? Ja, und Ja. dann trotzdem auch mich wieder liebevoll behandeln darf und sagen darf, hey, du hast keine Schuld, ja. Genau. Aber es ist ja auch wieder so etwas, wenn du das dann bekommst, also egal was es jetzt ist, dann ist es wieder etwas, wo dich erniedrigt, wo du dann Ja. ja auch noch zusätzlich hast, wo du denkst, mein Gott, jetzt hat er mir auch noch die Krätze angeschafft. Ja. Also Genau. es ist ja auch wieder ein Fremdschämfaktor, wo du nach au also du hast das Gefühl, einfach jeder weiß, was Sache ist. Natürlich ist es nicht so, aber also als ich meine Frauenärztin damals gefragt habe, habe ich gesagt, wie kommt sowas zustande? Und dann sagte sie zu mir, ja, durch ständig wechselnde Geschlechtspartner. Ja. Dann fühlst du dich ja auch erstmal so, oh, was denkt die jetzt von mir? Ja, Ja. dabei hast du gar nichts. Also auch wieder so ein Gefühl, wo du dich schlecht dabei fühlst. Also auch Ja, wieder, absolut. Ja, so ne? beschmutzt halt, also Ja, so wirklich beschmutzt. Schmutz, ja. Absolut richtig, absolut richtig. Da kommt jetzt auch noch mal das, was ich vorhin gesagt habe, dass während der Trennung, also auch da müssen die Frauen oder die Männer, die es betrifft, auch aufpassen, denn gerade in der Trennungsphase nutzen sie auch wieder diesen Anziehungspunkt praktisch, der sexuelle Anziehungspunkt, den nutzen die total aus. Also gerade in dieser Trennungsphase, wenn sie spüren, sie haben sonst gar keine andere Handhabe mehr, dann kommt wieder dieser Punkt, wo sie versuchen, über die Sexualität dich anzuziehen. Also da sollte man auch sehr vorsichtig sein. Hast du das auch erlebt?
Nein, da er für mich jetzt nicht sexuell, also klar, er war natürlich aus, vom Kampfsport her, also wenn wir jetzt wieder in die aktuelle Situation gehen, er war natürlich vom Kampfsport her schon sehr muskulös und so weiter, war voll tätowiert und so weiter. Mir hat es schon gefallen, natürlich, also das wäre jetzt gelogen. Nur er hat aber nicht jetzt nicht so wie bei dir jetzt, dass du sagst, also, oh, es war so eine Anziehung und so weiter, ich war andershörig. Und zwar in dem Punkt, vielleicht kennen das auch die einen oder anderen oder fühlen sich jetzt da angesprochen zum Thema Sicherheit. Ja, für mich war das ja so, jetzt die Hochzeiten, die Kinder und es ist jetzt safe und so weiter, also wo ich mir das noch blöderweise eingeredet habe, das muss jetzt so sein und es ist jetzt so, auch für die nächsten 100 Jahre. Und das war so für mich so, oh, was passiert jetzt, wenn wir uns trennen? Und er hat ja schon hier bei mir im Haus gelebt und das Ganze. Und wie kommuniziere ich das? Wir hatten schon die Hochzeit kommuniziert. Was sagen die Leute? Also dann halt wieder das, was denken die Leute? Was erzählt er? Weil er erzählt das ja bis heute anders, ganz klar. Und das war dann so der Punkt. Also bei mir war es so diese Sicherheitshörigkeit, wenn du das vielleicht so nennen willst. Also so dieses nee, allein sein kann ich, aber dieses einsam sein, das wollte ich nicht. Also das war so irgendwie der Punkt. Und ich glaube, damit hat er mich auch immer wieder rumgekriegt. Ja, und natürlich mit seinen Drohungen, ich bringe mich um, ich bringe mich um. Und bis ich irgendwann gesagt habe, mach's doch endlich, weil du hast uns beiden gefallen. Also irgendwann war das dann so draußen, oder dann waren halt wieder die Konsequenzen da. Ja, klar, das verstehe ich. Nee, kann ich total gut nachvollziehen. Und gerade dieses Einsamsein, ja, das ist etwas, ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den wir alle lernen müssen und den wir auch, glaube ich, wirklich alle auch so in uns tragen. Dieses Gefühl, verrückt zu werden, wenn du Ja, alleine oder einsam eben einfach bist. richtig, Ne? richtig. Also, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Hat er denn probiert, über die Sexualität dich so zurückzubekommen? Also nicht, dass du drauf eingegangen, sondern ob er es probiert hat oder Nein, nein, gar hat nicht. er Also er aus? hat über die Mitleidschiene. Also jetzt Ah bin ich ja. alleine, jetzt geht alles den Bach runter, dafür bist du verantwortlich, jetzt muss ich wieder zu meinen Eltern ziehen, jetzt habe ich meine Kinder nicht, die ich wollte, du warst meine große Liebe und bla 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 bla. Also darüber hat er dann hat er das gemacht. Also so, dass ich eigentlich, ich hatte oft dann Mitleid und habe mich wieder einlullen lassen. Ja, Und das hat er bis zum Schluss dann, also bis da, wo ich es wirklich dann durchgezogen habe, hat er das wirklich gemacht. Und dann denkst du so für einen Moment, okay, war es wirklich richtig? Oder hat ich doch Schuld? Und all diese bizarren Sachen. Und dabei war es dann so schön. Also das war, Svenja, das war, boah, das war so, als ich nach Hause kam, ich wusste zwar nicht, wie geht mein Leben weiter und wie kriege ich mich wieder zurück, ja? Indem ich eigentlich habe ja auch einen Post mal in die Gruppe gemacht, indem ich mich bei mir entschuldigen müsste, wie ich mich habe behandeln lassen, ja. Und es bringt so auf den Punkt und ich bin nach Hause gekommen und es war Frieden, weißt du, es war einfach Ruhe. Es war zwar ein bisschen beängstigende Ruhe, aber es war einfach Frieden, ja. Dieser Frieden, niemand, also du kommst nicht nach Hause und denkst so, okay, wie ist die Stimmung, mal so in die Luft fühlen, ja. Sondern du kommst nach Hause, alles ist noch so, wie es war, es ist Friede, es ist einfach Ruhe. Und das war unglaublich, dieses Gefühl. Das Und heute noch. dafür hat sich's gelohnt. Ja, und das ist heute immer noch so. Also ich Ja. empfinde das immer noch so, diese Dankbarkeit, heimzukommen und zu wissen, ich weiß, was eigentlich heute so im normalen Ja. Alltag passiert und keiner grätscht mir da rein und du musst keine Angst haben. Also ich finde dieses Gefühl, wenn du es einmal dann auch so leben hast können, dass das dich zufriedenstellt, dann hast du das auch ein Leben lang, glaube ich, in dir. Also so geht es mir jetzt zumindest. Ja. Ja, absolut. Also das war auch bei meinem Partner, Partnerin, also bei Kim Oliver, der, wie ihr wisst, als Transvestit lebt. Also sowohl ich habe zwei gekriegt als Seelengefährten, die Kim und der Oliver. Und das war für mich von Anfang an, habe ich es auf den Tisch gelegt. Ich habe gesagt, du erhebst einmal deine Stimme oder gar deine Hand. Egal wie schön alles vorher war, ich bin weg. Das bei mir auch. Genauso hat jeder seine Sachen reingebracht. Und bei ihm war es einfach wichtig, auch eben, dass das klar, ich habe auch Kim kennengelernt, das war für mich eh das Größte dann, aber für ihn war es auch wichtig, die Kim muss ihren Platz haben, ich will mich nicht mehr verstellen, das war dann Ja. seins. Und so hat jeder das reingebracht und das ist, ja, mittlerweile weiß ich, warum ich da aus dieser Beziehung wie rausgeholt wurde, um in dieses Leben zu gehen. Und deswegen auch, wenn ihr jetzt dazu guckt und nicht wisst, das ist ja das meiste, ich weiß nicht, wo soll ich anfangen, wie gehe ich da raus? Ist halt ein doofer Satz, aber es hat schon was. Man hat natürlich keine Glaskugel. Es ist einfach dieses Vertrauen trotz alledem in dich und ins Leben und sagen, hey, für was bin ich jetzt dankbar? Für was bin ich jetzt gerade noch dankbar? Für das bisschen halt, was vielleicht gerade noch ist.
Und dann halt so wie im Nebel zu fahren, ja, man sieht vielleicht nur einen Meter und dann sieht man wieder einen Meter und wieder einen Meter, aber es lohnt sich, es lohnt. Also wenn ich heute an mein Leben denke, an meinen Seelengefährten, es lohnt sich. Also ich bin so dankbar, dass es alles so gekommen ist, weil sonst hätten wir beide ja die Situation nicht, die wir jetzt hätten. Und das Richtig. muss man halt einfach, ich sag mal, das soll Mut machen. Genau, absolut. Da bin ich auch deiner Meinung. Und ich sage immer, jeder Schmerzmoment war es wert für das, was ich heute leben kann. Und es geht mir wirklich da null um Materielles, null um Ja, nein. irgendwas, sondern wirklich nur um diese Zufriedenheit, dieses Bewusstleben, würde ich es mal nennen. Also bewusst zu wissen, was ist schön, die Sonne scheint. Also wirklich so diese banalen Ja. Alltagssachen, die wirklich so nicht mehr selbstverständlich waren. Und Absolut. dafür finde ich, also du findest jeden Tag etwas, was schön war und kannst auch die Dinge, die negativ sind, einfach anders da aushalten, finde ich. Richtig, ja, Ja. ja. Also das finde ich auch. Das Thema, weil wir gerade beim Materiellen sind, finde ich, passt das ganz gut. Hast du auch diese Erfahrung, dass das mit diesem Materiellen, dass er sich immer aufwerten musste durch das Materielle, um dann auch seinen Status so oben zu halten und auch bei den Frauen praktisch noch mehr punkten zu können? Wie war da dein Empfinden dabei? Bei ihm war es, also das Materielle habe ich reingebracht. Also das heißt, er hat von mir gelebt, also meine Kohle, mein Haus, ohne dass es jetzt so mein Haus, mein Auto, mein Ja. Boot, darum geht es nicht, sondern es war mein Zuhause, wo er dann gesagt hat, ja, ich fühle mich nicht mehr so nach Arbeiten, im Moment vielleicht doch nur 60%, Hauptsache, und mich dann aber unter Druck gesetzt hat, weil ich gerade eine neue Firma gegründet habe, ja, das schaffen wir das, können wir das die ganze Zeit, also auch das, diese Zweifel dann in mir noch wachzurütteln, ständig anzuzweifeln, was ich tue, aber selber dann, ja, ich will ja vielleicht nur 60% arbeiten, also wie die Made im Speck war der hier, meine Kohle, wie Okay. gesagt, mein Zuhause. Und auf der anderen Seite, er hat sich profiliert über den Sport. Also für ihn Ah war Körperdefinition, also wirklich den Körper so definiert zu halten, seine Tattoos, sein Aussehen, das war seins, damit er dann da irgendwie auf dem Markt bleibt. Das war's. Und halt die sexuelle Ausrichtung in dem Fetischbereich immer stärker, immer härter, immer krasser. Ja, also das kenne ich auch mit dem Körperbezogenen absolut und auch mit diesem, aber ich habe beides in Kombi so gehabt und ich werde es nie vergessen, es war relativ am Anfang, da hat er sich einen neuen BMW Coupé gekauft, so ein richtiges, also das hat richtig gepasst, ja, wo ich bin völligst ausgetickt, wo ich heute denke, mein Gott, aber was. Dieses Gefühl in mir, dieses, jetzt kann ich den gar nicht mehr halten, jetzt reißt der alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und das war die Anfangszeit, ja. Da sieht man mal, wie das von innen heraus, diese Angst und was du da alles empfindest, ja. Ja. Heute weiß ich, dass mein Gefühl da total richtig mir das signalisiert hat. Aber einfach diese, also ich habe alles gemacht, dass der bloß dieses Auto verkauft. Ich wäre sonst am Rad gedreht, glaube ich. Aber. Ja. Also, das ist ja auch wieder eine Grenzüberschreitung von mir, verstehst du? Wo ich heute denke, Absolut. mein Gott, sowas würde ich niemals jemandem, meinem Partner jetzt zu ihm sagen, hier, also das würde überhaupt keine, aber das ist dieses Anfangsgefühl, wo du schon hast, dass da irgendwas nicht stimmt, wo du dann wirklich, und das war immer so, dass er das so versucht hat, also gerade mit Autos und wie gesagt, mit seinem Körper so aufzubauen, ne? Und wo ich so denke, mein Gott, wenn man da mal hinterschaut, hinter die Fassade, das ist eigentlich ist es so traurig und so lächerlich, ja. Also du, ich kann es einfach überhaupt nicht beschreiben. Das ist einfach, das hat ja gar nichts mit Menschlichkeit zu tun, sondern es geht wirklich da nur um sich nach oben zu katapultieren, ja. Richtig, richtig. Ja, Also. genau, ja. Das hat gar nichts mit einem menschlichen, normalen Leben zu tun, sondern wirklich nur darum, wie kann ich am schnellsten, am besten punkten? Genau, und so mit den anderen wieder zu Boden drücken. Richtig, genau, dass du dich schlecht fühlst, absolut. Ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt so zu sagen hatte. Gibt es noch was, was du unbedingt hinzufügen willst? Ja, für mich ist natürlich wichtig, hier in deiner wunderbaren Gruppe auch wirklich Mut zu machen, weil ich weiß damals, wie es für mich war,
das war nicht einfach, ja klar, ich gehe und hatte ich hatte die Stärke mal und dann hatte ich sie natürlich eben verloren und jetzt ist sie unwiederbringbar, ist sie da und die bleibt auch. Aber ich hatte das nicht, dass ich einfach gesagt habe, du weißt du was, dort ist die Tür, kannst du gehen, am besten habe ich noch jemanden dabei, pack dein Kram, auf Wiedersehen. Und ich weiß auch viele, die jetzt verheiratet sind, Kinder haben, das macht das natürlich alles nicht besser. Ja. Trotz alledem, und ich kann mich immer nur wiederholen, dich hast du einmal, dich hast du ein einziges Mal. Du kannst nicht in, was weiß ich, ins Kaufland, Edeka oder hier in der Schweiz in den Coop oder egal wo hingehen und dich wieder kaufen. Das ist vorbei. Ja. Und einfach da auch Selbstachtung dir gegenüber, Selfcare, wirklich zu sagen, hey, habe ich das mir so gewünscht? Ist das, wenn du jetzt auf dein Leben guckst, ist das wirklich das, was ich wollte? Ist das das, was ich noch möchte für die nächsten 100 Jahre? Ja. Und sei ehrlich zu dir. Und wenn es Nein ist, und ich bin überzeugt, beim größten Teil hier ist es Nein, dann auch für dich einzustehen und zumindest mal so einen Schritt zu machen, im Nebel zu fahren und dir Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen. Ich meine, Svenja, du hast Großartiges aufgebaut, auch jetzt mit dem Verein und so weiter. Also dir Hilfe zu holen und zu sagen, hey, ich weiß zwar noch nicht, wie und wo ich anfangen soll, aber ich möchte daraus für mich. Und ja, da ermutige ich dich auch mit den Geschichten jetzt von dir, Svenja, meine auch, wenn ich mein Leben angucke, wenn ich Kim Oliver angucke, meine Güte, was wäre mir entgangen? Diese Liebe, dieser Mensch, das ist unbeschreiblich, wenn ich nicht diesen ersten Schritt im Nebel gemacht habe. Also es lohnt sich für dich einzustehen da draußen. Da möchte ich auch absolut ermutigen. Und der erste Schritt ist wirklich so ein schwerer Schritt. Und ich kann das auch, wenn du 30 Mal zurückgehst, aber irgendwann kommt der Moment, wo du wegbleibst und wo wirklich dieses neue Leben beginnt. Und ich kann es auch nur so sagen, dass ich so dankbar bin, wenn ich durch die Gegend laufe und einfach so dankbar für das normale Leben, was man dann hat und wieder normal denken kann. Und das ist nicht am Anfang so. Das dauert ganz, ganz lange Zeit. Die Zeit muss man aber seiner Seele auch geben. Absolut, ja. Die wurde so lange geschändet, da kann man nicht erwarten, dass die innerhalb einer Woche oder ein paar Wochen wieder normal funktioniert. Also wirklich heilen lassen. Ja. Und holt euch alle Hilfe, die ihr braucht. Das ist wirklich wichtig, alleine zu schaffen. Das wäre utopisch. Also ich hätte es niemals alleine geschafft, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber es rentiert sich und der Schmerz ist groß, es tut weh, aber es darf auch wehtun und irgendwann endet dieser Schmerz aber auch, versprochen. Ja, so ist es, kann ich nur unterschreiben. Ja, da freue ich mich ganz, ganz doll, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, Sabine. Ich würde sagen, wir treffen uns um 9 Uhr, wenn es für dich in Ordnung ist, weil da die anderen Mädels dann auch dazukommen. Das ist absolut perfekt, genau. Bei uns geht es weiter und ich freue mich hier auch schon wieder auf die nächsten Lives, liebe Svenja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ganz, ganz doll und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Sabine. Sehr gerne. Ich danke dir. Alles Liebe für dich und für euch. Danke. Ja, für euch auch. Tschüss. So, ich spreche jetzt nochmal fertig. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute natürlich wieder dabei wart. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch etwas Mut gemacht und ihr entschuldigt es, dass ich jetzt auch so lange wirklich nicht live gegangen bin. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Aktuell muss ich sagen, ist die Vereinsarbeit auch sehr wichtig für mich, weil ich einfach weiß, dass es richtig anlaufen muss, um dann auch ganz, ganz viel anbieten zu können. Wir wollen ja auch ganz, ganz viel anbieten können und ich habe jetzt heute auch schon mit dem Rechtsanwalt gesprochen. Also wir bekommen dann auch bald einen Termin gesagt für die Vereinsmitglieder, nur dass ihr Bescheid wisst. Ganz viele von euch haben sich schon angemeldet. Morgen habe ich tatsächlich dann schon das erste Meeting für die Selbsthilfegruppengründung in Deutschland. Also darf ich auch nur an Vereinsmitglieder anbieten. Das hat was mit der Haftung zu tun. Das ist immer schwierig, das zu erklären. Ich habe das selber nicht gewusst. Ich habe einen ganz, ganz tollen Versicherungsmensch, der auch Vorstand von einem Verein ist, der mir das alles genau erklärt hat. Also wenn ihr eine Selbsthilfegruppe erstellen möchtet und euch uns anschließen möchtet, egal wo in Deutschland ihr seid, ihr dürft gerne dem Verein beitreten und da bekommt ihr auch Unterstützung von unserem Verein, um diese Selbsthilfegruppe zu leiten und auch zu gründen. Das ist das, was ich euch erstmal mitgeben kann. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns
die nächste Woche werde ich nochmal probieren, live zu gehen. Die übernächste Woche bin ich dann mit meiner Tochter im Urlaub. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Und ich drücke euch alle ganz lieb und vielen Dank fürs Zuhören. Ich drücke euch. Bis bald, eure Svenja. Tschüss. Tschüss.